Ein regnerischer Tag im Mai am Flughafen Hamburg. Sabine und Jörg Niese fliegen heute nach Wien. Sabine will dort eine Stammzellenbehandlung machen. Für die 38-Jährige ein Hoffnungsschimmer. Sie leidet an amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS. Wenn man so 4 Jahre kämpft und nichts anderes hat und immer sagen sie, das geht nicht, das geht nicht. Und auf einmal ist mal jemand da, der sagt, das funktioniert und das wird bestimmt, dann ist es schon irgendwie so ein Wechselbad der Gefühle. Man weiß gar nicht, welches Gefühl man haben soll. Ne? Die Nervenkrankheit gilt als unheilbar. Sabine will die bisher wenig erforschte Stammzelltherapie ausprobieren. Vielleicht gibt sie ihr ja Kraft zurück. Ich habe auch gar nicht nachgedacht, was ich nächste Woche mache oder so. Ne? Es war eigentlich nur noch der Tag, ne? So wie eine Schwangerschaft wahrscheinlich, Stichtag. Ja. Durch die Krankheit sterben Nervenzellen ab, Muskeln verkümmern, der Körper wird bewegungslos. Ein früher Tod ist meist die Folge. Bevor Sabine Niese krank wurde, hatte sie ein gutes Leben. Ein eigenes Kosmetikstudio, glücklich verheiratet und randvoll mit Energie. Dann kam die Diagnose ALS. Sabine ist damals 34 Jahre alt und Mutter von 3 Kindern. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen, war nur müde. Also ich war noch nie in meinem Leben so müde und so schnell erschöpft. Ich dachte, na, ich gehe ins Krankenhaus, kriege ein paar Tabletten und dann geht's mir auch bald wieder besser. Aber Tabletten helfen nicht. Gar nichts hilft gegen die fortschreitende Lähmung des Körpers. Irgendwann werden Atmung und Schluckreflex versagen. Ich habe keine Angst vorm Sterben, gar nicht. Aber ich habe Angst, wie jemanden zurückzulassen, ne? Das ist für mich schlimm. Betroffene ALS-Patienten greifen nach jedem Strohhalm, so auch Sabine. Die Stammzelltherapie ist so ein Strohhalm. Es gibt keine Studien, die belegen, dass sie hilft. Aber vereinzelt Betroffene, die im Internet von Erfolgen berichten. Mein Papa hatte ja im Oktober die Stammzellentherapie gemacht und brauchte vorher sehr viel Hilfe. Jetzt hat er es zum ersten Mal seit langem allein aus dem Bett geschafft. Sabine spricht mit den Betroffenen und schöpft Hoffnung. Ich habe schon gesagt, wenn was ich da für ein Glück hätte, ne? Aber es ist einfach so unglaublich, ne? Weil ich auch immer gesagt habe, ich schaffe das, ich komme dagegen an. Und wenn das echt so sein sollte, das wäre echt der Hammer. Doch in Deutschland gibt es diese Behandlung nicht. Und das hat seinen Grund, so Professor Thomas Meyer von der Berliner Charité. Vielleicht können Stammzellen irgendwann helfen, aber so weit ist es noch nicht, so der ALS-Experte. Grundsätzlich ist die Stammzelltherapie eine große Hoffnung in der Neurologie, weil tatsächlich die Vision besteht, zerstörte Zellen wieder durch frische Zellen, wenn sie so wollen, zu ersetzen, ist eine große Hoffnung, aber diese Hoffnung ist noch nicht Wirklichkeit. Insofern sehe ich die Situation kritisch, dass Stammzelltherapien angeboten werden, überwiegend von Privatkliniken, aus kommerziellen Gründen und die Therapie aber noch nicht reif ist für die reale Praxis. Sabine und Jörg sind in Wien angekommen. In der Klinik erwartet sie Dr. Georg Kubinja. Der Herzchirurg hat sich seit einigen Jahren auf die Stammzellenbehandlung spezialisiert. Sabine und ihr Mann sind aufgewühlt. Was wäre, wenn die Therapie wirklich hilft? Ich bin schon irgendwie so da weiter. Was mache ich als erstes? Was mache ich? Was arbeite ich? Jörg ist an Sabines Seite, als am nächsten Tag die Operation bevorsteht. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist gut hier. Viel besser als nichts tun. Ja. Die Stammzellenbehandlung ist umstritten. Bisher gibt es keine Beweise, dass sie hilft. Bei der OP wird Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen. Hier gibt es besonders viele Stammzellen. Stammzellen sind Reservezellen des Körpers, die noch nicht programmiert sind. Die Stammzellen werden dann in den Wirbelkanal gespritzt.
Von hier sollen sie bis zum Gehirn wandern und sich im Nervensystem verbreiten. Die Hoffnung ist, dass die Stammzellen zerstörte Nervenzellen ersetzen. Um die 10.000 Euro kostet die Behandlung. Sabine bezahlt sie von Spenden und mit Hilfe der Familie. Seit 5 Jahren begleiten wir Sabine Niese und ihre Familie. Im April 2009 war bei ihr ALS festgestellt worden. 6 Monate später saß sie bereits im Rollstuhl. Sabine ist ja nun auch eine zähe Natur und kämpft dagegen an, ne? Und wir lassen uns da nicht unterkriegen, ne? Die Familie muss in eine behindertengerechte Wohnung umziehen. Die Arme von Sabine werden immer schwächer und der Kopf muss fixiert werden. Ehemann Jörg wird vom Musicalsänger zum Hausmann und Pfleger seiner Frau. Eine Belastung, die Sabine Sorgen macht. Mir wird auch Angst und Bange, wenn ich darüber nachdenke, dass Jörg Mann weggehen könnte, weil er es nicht mehr erträgt oder nicht mehr kann. Doch diese Sorge ist überflüssig. Zurück in Wien. 1,5 Stunden hat Jörg auf seine Frau gewartet. Jetzt ist die Operation vorbei. Alles ist gut gegangen. Schlaf dich aus. Ich bin da. Ich passe auf dich auf. Alles gut. Alles gut. Schlaf nicht schon. Das war im Mai 2013. Über ein Jahr ist seit der Stammzellenbehandlung vergangen. Vor wenigen Tagen an der Elbe. Hier treffen wir Sabine. Sie sitzt immer noch im Rollstuhl, ihr Zustand unverändert. Die Hoffnung, Arme oder Beine besser bewegen zu können, hat sich nicht erfüllt. Ja, weitermachen, ne? Hilft ja nichts. Also ich kann mir das auch nicht erlauben, jetzt zu Hause schlecht drauf zu sein oder so, ne? Denn wir haben ja alle irgendwie gehofft, dass das jetzt ein Durchbruch ist oder so. Die Nieses wollen sich nicht mit Enttäuschung aufhalten. Zu Hause sitzen und jammern ist nicht ihr Ding. Wir haben es also wirklich so genommen, wie es gekommen ist und wie sich das alles so entwickelt hat, ne? Und wir haben auch nicht allzu viel Hoffnung reingesetzt. Also so, dass man, Hoffnung ist gut, das muss man auch haben und danach auch streben, ne? Aber wir leben trotzdem so unser Leben. Und das Leben ist bei den Nieses nie langweilig. Ihr neuestes Projekt, Campingurlaub. Im Sommer wollen sie mit ihrem Bus auf große Tour gehen. Bei eBay haben sie sich ein Zelt ersteigert. Jörg übt das Aufbauen. Ich weiß gar nicht, was die Leute immer haben. Camping ist so anstrengend, ne? Die Nieses haben sich alles überlegt, theoretisch. Praktisch ist es Premiere. Wir machen jetzt Camping, haben erstmal alle geguckt. So, wie wollt ihr das denn machen? Mit einem Rollstuhl? Das geht doch gar nicht. Also eigentlich war es eher so, ja, witzige Idee, schlaf noch mal drüber. Eine halbe Stunde später. Das Zelt ist fast fertig. Wir müssen das Ganze noch mal runternehmen. Warum? Was ist? Weil das falsch rum ist. Es ist falsch eingelegt. Guck mal, siehst du das? Die Schlaufen sind in. Und dann kam der Regen. Aber ist doch schön, dann ist es wenigstens auch von innen nass. Nach 1 Stunde endlich fertig. Also hier regnet es schon mal durch. Echt? Ja. In allen 4 Ecken sammelt sich Wasser. Aber das Ganze ist ja keine Trockenübung. Zu Hause kann ja jeder. Ja. Und mal was machen. Da kennt uns ja auch jeder. Raus. Ne? Mal sich ein bisschen... Das Zelt um die Ohren wehen lassen. Gut, dass heute Abend Public Viewing angesagt ist. Warm und trocken in der Campingplatzscheune. Deutschland spielt gegen Ghana. Die Nieses mittendrin, mit Rollstuhl. Am Ende steht es 2:2. Die deutsche Mannschaft hat hart gekämpft. Und auch auf Jörg wartet jetzt eine Herausforderung. Der Bus muss zur Schlafwiese umgerüstet werden. Auch dies Premiere.
Sabine und Jörg teilen sich die ausziehbare Rückbank. Alle sind müde, trotzdem wird keiner ungeduldig. Kurz vor Mitternacht, Vollzug. Alle, auch Sohn Gabriel, sind in Schlafposition. Wir haben halt irgendwann gemerkt, wenn wir dann ungeduldig werden, dann fangen wir an, uns anzuzicken. Und wenn man dann auch noch vielleicht müde ist oder gestresst ist und dann ergibt ein Wort das andere, dann ist halt schlechte Stimmung und da haben wir gar keine Lust zu. Der nächste Morgen. Die Stimmung ist gut. Die Nieses sind ein bisschen stolz, dass sie jetzt erfahrene Camper sind, trotz Rollstuhl. Ich liebe das Leben und ich lebe einfach total gern und ich bin dankbar, jeden Tag irgendwie, wenn ich die Augen aufmache, dass es mir noch so gut geht. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern zeigen will. Für Sabine und ihre Familie ist kein Tag selbstverständlich, sondern ein Geschenk.